FM Lab, Talking Science. Hallo, wir leben in einer Zeit, in der Information wichtiger ist denn je. Deswegen sind wir alle hier. Aber fairerweise muss man auch zugeben, dass es durchaus Informationen gibt, die man nicht unbedingt gebraucht hätte. Wenn sich zum Beispiel der Sitznachbar in der U-Bahn so lang und breit über den Verlauf seines letzten Magen-Darm-Infekts auslässt, da weiß man, hier wäre weniger Information mehr gewesen. Und auch in meinem Beruf beschäftige ich mich mit einem gewissen zu viel an Informationen. Ich bin Virologin und forsche an HIV, dem Erreger der Immunschwächekrankheit AIDS. Und wenn dieses Virus eine Zelle infiziert, dann schreibt es seine Information in die Erbinformation der Zelle mit hinein. Und das ist nicht viel Information. In einem Buch mit 350.000 Seiten, das ist so ungefähr 50 Mal das Brockhaus-Lexikon nebeneinander, würde diese Virusinformation gerade mal eine einzige Seite ausmachen. Aber trotzdem, dieses Quäntchen mehr an Information ist also in der Lage, das Immunsystem eines Infizierten über die Zeit komplett zu zerstören. Und auch wenn es mittlerweile Medikamente gibt, mit denen man den Krankheitsverlauf sehr gut aufhalten kann, gab es bislang keine Möglichkeit, diese Information aus der Zelle wieder herauszubekommen. Deshalb arbeitet die Forschungsgruppe, in der ich arbeite, und in Kooperation mit dem Max-Planck-Institut in Dresden an einer Schere, die in der Lage ist, gezielt virale Informationen in der Zelle zu erkennen und wieder herauszuschneiden. Wie muss man sich das jetzt genau vorstellen? Das ist natürlich keine gewöhnliche Schere, sondern ein kleines Eiweißmolekül. Und den Bauplan für dieses Eiweißmolekül wiederum kann ich als für die Zelle verständliche Erbinformation darstellen. Bekommt die Zelle diese Information, kann sie die Schere bauen und die Information vom HIV-Virus aus der Zelle entfernen. Jetzt ist nur die Frage, wie bekomme ich denn jetzt diesen Bauplan in die Zellen hinein? Würde ich jetzt einfach die Scheren-Erbinformation nehmen und mit den Zellen mischen, dann wäre das in etwa so, als würde ich den Spielern vom BVB sagen, hört mal Jungs, beim Champions-League-Finale, da macht ihr den Weg vom Mannschaftshotel ins Stadion einfach mal zu Fuß. Die Wahrscheinlichkeit, dass die durch diesen ganzen Pulk an Reportern und Fans im Stadion ankommen, die geht gegen null. Sehr viel besser funktioniert das, wenn man die Spieler in den Mannschaftsbus setzt und einfach ins Stadion fährt. Und deshalb... Und deshalb benutzen auch wir so eine Art Mannschaftsbus. Das sind in unserem Fall leere Virushüllen und da packen wir den Bauplan von dieser Schere einfach hinein. Und diese Viren sorgen dann für den reibungslosen Transport in die Zelle. Und auch wenn und auf die Art und Weise waren wir eben tatsächlich in der Lage, den Bauplan von HIV aus infizierten Zellen wieder zu entfernen. Und auch wenn die Anwendung im Menschen noch weit entfernt ist, sind wir doch zumindest unserem großen Ziel, HIV zu heilen, einen klitzekleinen Schritt näher gekommen. Danke. Applaus.